Ist ja eh Alpha-Release, ne? Also ihr seht quasi da, das ist quasi, als wenn wir jetzt Gutenberg releasen würden. Wollen wir alle nicht? Genau. Oh mein Gott, ich bin live. Live im Internet. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Okay, also, die Session ist quasi die, die ich schon öfter angekündigt habe. Warum mache ich die Session? Und zwar, erstmal, warum gibt es die Session? Die Session hat quasi den Hintergrund, weil auf WordCamps immer gesagt wird, dass die Sessions quasi einfach sind. Und Leute sagen, ach, die Sessions sind alles so simpel, ich weiß doch alles. Und als wir damals Organizer waren im WordCamp Berlin 2012, 2010, war das quasi, haben wir das gehört und dachten uns so, habe ich mir so gedacht, so, warum macht man nicht irgendjemand mal eine Session, die quasi egal, wie das Niveau des Leuten im Raum ist, dass das Ziel quasi ist, die Leute einfach zu überfordern. Deswegen hat die auch den Untertitel Ohrenbluter-Session. Das ist quasi der Hintergrund der Geschichte. Und dann ist quasi der Simon, der jetzt gerade nicht im Raum ist, hat mir quasi 2016 oder sowas, als WordCamp Frankfurt war, hat er gesagt, ich darf nur kommen, wenn ich einen Talk einreiche. Also dachte ich mir, Challenge accepted. Ich reiche einen Talk ein. War es die Ohrenbluter-Session? Das Problem war nur, was für ein Thema, weil das war nur die Idee quasi, Leute zu überfordern. Da dachte ich mir, gehe ich zurück an meinen Anfang. Das war, dass ich damals der technische Administrator der deutschen WordPress-Plattform war. Das heißt, ich hatte quasi mit den Pingbacks und allen möglichen Sachen zu tun, weil es damals so eine Pingback-Liste gab oder so ein Service, der angepingt wurde. Statt in allen euren deutschen Versionen von WordPress stand quasi eine URL drin, pings.wordblock.de. Da wurden quasi jedes WordPress, wenn irgendwas gemacht wurde, da ein Ping hingeschickt und das wurde richtig viel. Und da dachte ich mir, nehme ich das Thema und erkläre mal den Menschen, wie Pingbacks funktionieren. Und ich erkläre es euch quasi, indem ich euch erkläre, wie ein WordPress-Request funktioniert. Und der Ansatzpunkt ist quasi relativ einfach. Und zwar stellen wir uns das vor, wir sitzen im Zug im ICE und fahren quasi von hier zurück nach Hamburg. Und drücken auf den Publish-Button. So, wir haben in dem Beitrag, den wir jetzt haben, haben wir quasi eine andere Seite verlinkt, weil das ist nämlich die Pingback-Idee, dass du quasi, dass du einer anderen Seite Bescheid gibst, hey, ich habe über dich geschrieben, willst du mich nicht verlinken oder willst du nicht Bescheid wissen, dass ich auf dich quasi verlinkt habe? Deswegen drückst du den Publish-Button und jetzt passiert quasi lustige Dinge im Rechner. Und zwar überspringen wir jetzt Dinge, die ich noch nicht habe. Ihr müsst überlegen, ihr seid im WLAN vom ICE, das heißt, ich würde euch dann in Köln erkläre ich euch, wie WLAN funktioniert, weil das total spannend ist. Ich erkläre euch dann auch, wie Handover bei Funkmasten funktioniert, weil ihr fahrt ja gerade im Zug und der Zug hat ja Antennen und die Antennen verlinken dann quasi, dass ihr quasi Internet habt. Permanent. Während ihr quasi mit 200 km/h durchs Land fegt, wechselt ihr permanent die Funkmasten. Seid ihr euch ja bewusst, dass das permanent passiert. So, das machen wir aber nicht, weil das quasi sehr komplex ist und keine Zeit und deswegen machen wir einfach nur DNS. DNS ist in dem Schritt total einfach, weil ihr habt hier die Seite auf, wir haben den Health-Check von WordPress. Das heißt, wenn quasi ihr das Heartbeat, das heißt, wenn ihr das Backend von WordPress offen habt bei einem Beitrag schreiben, wird der permanent gespeichert, wird der permanent hinterlegt, dass ihr Änderungen gemacht habt. Das heißt, ihr habt permanent Verbindung zu eurem WordPress. Das heißt, DNS ist hier relativ simpel, lokal, Rechner, der weiß schon, wo er hin muss und wir sind quasi durch. Haben damit den DNS damit erklärt, weil ihr geht quasi von eurem Rechner direkt auf den Server. Die IP hat sich nicht geändert, alles ist gleich. Wir kommen zum Webserver. Webserver gibt es verschiedene, das sind die quasi die Server, die dafür benutzt werden, um Webseiten anzuzeigen. Das hat noch gar nichts mit WordPress zu tun. Jetzt erstmal nur quasi statische Seiten, Ruby, irgendwelche Dinge, YouTube. Das sind quasi Server, die Webseiten ausliefern. Da gibt es das verschiedene Arten. Da gibt es zum Beispiel Nginx, was eine relativ neue Geschichte ist, und Apache. Es gab auch mal so was ganz Komisches wie der IIS. Das ist quasi der Internet Information Server von Microsoft, weil Microsoft dachte, wir sind toll, wir schreiben alles neu. Wie ihr kennt das ja von den Entwicklern, alle anderen Lösungen im Internet sind doof, ich schreibe das neu, ich kann das besser. Deswegen hatte Microsoft in den alten Versionen auch dann immer Probleme gehabt, dass sie quasi sehr oft gehackt wurden, weil wenn man quasi Dinge neu schreibt, wiederholt man auch alle Fehler aller anderen. So. Deswegen gibt es quasi verschiedene Server und aktuell Marktführer in dem Bereich ist die Open Source Lösung Apache, leicht quasi von Nginx quasi eingeholt. Und diese beiden Lösungen sind quasi der Hauptpart. Da sind wir jetzt gerade mit unserem Request aufgeschlagen. Der Apache prüft jetzt quasi intern nach, okay, was willst du eigentlich von mir? Du hast quasi
Du greifst quasi auf ein Verzeichnis zu von einer Domain. Dort liegt WordPress drinnen, der Index.php. Und die Index.php, da sagt dann quasi durch die Rewrite-Regeln oder durch das, was der Nginx quasi konfiguriert hat, landet ihr im Endeffekt auf der Index.php in eurem WordPress. Und die Index.php in eurem WordPress, da sagt der Apache oder der Nginx, warte mal, PHP, das habe ich schon mal gehört. In meiner Konfiguration steht drin, wenn irgendwas mit PHP ist, dann muss ich mich entscheiden, was ist konfiguriert? Ihr wisst, ihr merkt, ne? Also es wird quasi, wir gehen fast langsam an, dem Kaninchenstall auch nur nahe zu kommen. Es wird am Ende noch lustig. Und zwar gibt es PHP in verschiedenen Formen. Und zwar, es gibt das Apache-Modul selbst. Das ist quasi die einfachste Variante, die halt sehr lange, jahrzehntelang quasi das Maß aller Dinge war. Das heißt, der Apache hat quasi bei sich selber ein Modul, das PHP-Modul aktiviert. Das heißt, der weiß genau, PHP läuft permanent im Speicher. Man kann quasi sofort PHP-Seiten ausführen, deswegen ist das sehr, sehr, sehr schnell. Das Problem ist, dass quasi damit der, weil ja die Webserver, also die Host-Provider quasi, dann das ab den Apache ein einziges Mal installiert haben, heißt das, wenn ihr eine Seite mit einem Server mit 2000 Seiten habt und ihr habt nur das Apache-Modul einfach drauf, heißt das, dass alle 2000 Seiten mit den Rechten des Apache laufen. Das heißt, wenn quasi ihr eine Seite hackt, habt ihr über den Apache Zugriff auf alles. Das war quasi in den frühen, in den späten 90ern gab es da so Hoster, die quasi aufgefallen sind, dass man quasi eine Installation gehackt hat und plötzlich war der komplette Server befallen. Und deswegen wurde quasi dann auch so mal Sachen eingeführt wie Trennung zwischen Spaces und so. Und dafür hat Apache quasi den Safe-Mode eingeführt für PHP, dass man die Sachen quasi, dass man dem Server alle Rechte gibt und der sich die Rechte selber wegnimmt. Was okay ist, aber hat das auch quasi Nachteile. Da gab es dann so lustige Fehlermeldungen, was, wenn ihr quasi auf dem Webserver schreiben wollt und dann plötzlich das beim Schreiben rauskommt, dass du eigentlich die Dateien aber nicht geschrieben hast, sondern der per FTP du völlig anderer Nutzer bist. Das heißt, wenn Webserver, wenn Hoster von Konfiguration keine Ahnung hatten, sind sie quasi damit auf die Nase gefallen. Sorry. Danke, dass du bestätigst, warum ich diese Session mache. Ich habe ja gesagt, alles gut, alles gut. Ihr dürft quasi, ihr dürft wie gesagt gehen. Ihr dürft wie gesagt gehen. Weg, weiter weg, weiter ran. Okay. Wie gesagt, das ist erlaubt. Das ist gewünscht. Wenn der Raum leer ist am Ende, toll. Okay. Deswegen, der Safe-Mode hat wie gesagt Vor- und Nachteile gehabt. Aus dem Grund gibt es noch andere Methoden. Die klassischste Methode davon ist der CGI-Modus. Das heißt, die Sachen, mit der sie hochgeladen werden, die Dateien, werden genauso mit diesem Recht ausgeführt. Das heißt, wenn ihr quasi einen User habt, kann der nur seine eigenen Daten löschen. Das heißt, ihr löscht quasi nicht die ganzen Daten, die sonst quasi noch auf dem Webspace rumliegen. Und das ist quasi die simpelste Methode. Das Problem ist, dass ihr jedes Mal, wenn ein PHP-Skript ausgeführt wird, muss er quasi den PHP-Prozess selber starten. Und das könnt ihr euch vorstellen, das müsst ihr halt jedes Mal, bei jedem einzelnen Request von der Index.php, wenn ihr quasi dann eine andere Seite aufruft, wenn ihr die REST-API benutzt, muss jedes Mal der komplette PHP-Prozess hochgefahren werden. Das ist halt langsam. Deswegen gibt es dann dieses Fast CGI. Das ist quasi der Fast CGI Prozess Manager. Das heißt, ihr habt so eine Art PHP-Prozess permanent im Speicher und könnt ihn quasi permanent sagen, führ mal die Datei aus, führ mal die Datei aus, führ mal die Datei aus. Und der kann das halt viel, viel, viel schneller machen als das CGI. Und den kann man auch konfigurieren, dass er zum Beispiel in einem sogenannten Jail läuft. Das heißt, ihr sagt in eurem Webspace im Unterverzeichnis Webseite.com will ich quasi, dass dafür ein eigener FPM läuft. Und das heißt, dass quasi die Installation dann auch nur mit diesen Rechten dort ausgeführt wird und ihr eben den Prozess dort einsperren könnt. So, das wäre quasi CGI und PHP. In Köln dann, wie gesagt, gehen wir nochmal eine Stufe tiefer, weil PHP ist in C geschrieben und das wäre doch mal toll, noch genaueres über darüber zu wissen. Deswegen sind wir jetzt auf dem WordPress gelandet, weil wir ja quasi, das PHP wurde ausgeführt, WordPress ist gestartet, WordPress arbeitet mit einer MySQL-Datenbank im Hintergrund. Das heißt, wir haben noch einen MySQL-Prozess, der geöffnet wird, weil WordPress muss ja wissen, was es gerade tun muss. Deswegen
wird quasi über die im PHP verbundenen Libraries wird quasi die Verbindung zur MySQL-Datenbank aufgemacht. Es wird eine Authentifizierung gemacht. Wir gehen da rein, wir schauen uns Daten an und holen uns die raus. MySQL wird dann quasi in Köln nochmal genauer ausgeleuchtet, weil das auch sehr, sehr, sehr spannend ist. Wir sind jetzt im WordPress und haben jetzt quasi, der Publish kommt jetzt quasi in WordPress an. Wir haben quasi immer noch den Button gedrückt. Ist noch nichts weiter passiert. Wir sind jetzt gerade erstmal beim WordPress angekommen. Der Publish wird ausgelöst und da quasi legt WordPress die Daten in der Datenbank an, speichert die ganzen Daten ab und dann wird der WordPress-Cron gestartet, weil wenn ihr quasi den, weil der Prozess dieses Benachrichtigung des anderen Blogs oder das Nachschauen, das passiert quasi nicht on the fly, weil das wäre doof, sondern das wird WordPress in die Hand gegeben, mach mal, wenn du Zeit hast. Und wenn du Zeit hast, ist, wenn irgendjemand eure Seite besucht, das heißt, wenn ihr quasi einen Backup-Plugin habt und ihr sagt, ihr wollt um 3 Uhr nachts quasi gerne den Backup haben und ihr kriegt irgendwie um 7 früh eine Nachrichtung, Backup hat angefangen, ihr fragt euch, ich habe doch um 3 gesagt, ist es relativ einfach. Der WordPress-Cron wird nur ausgelöst im Standard, wenn irgendjemand auf eurer Seite rumsurft. Das heißt, wenn da niemand ist um 3 Uhr nachts, weil die Leute wollen schlafen, habt ihr quasi keinen, wird der Cronjob nicht ausgelöst und der Cronjob von den Benachrichtigungen oder von dem Pingback wird quasi ausgelöst, dadurch ihr im Backend seid. Das heißt, das passiert relativ zeitnah, ist aber trotzdem ein getrennter Prozess. Das heißt, der Cronjob läuft so, dass quasi WordPress einmal um seine eigene Tür rumgeht, geht einmal hinten zum Garten raus, geht einmal rum, klingelt da vorne an der Tür und sagt: Hallo, kannst du mal bitte nachprüfen, ob da irgendwas ist? Und also WordPress: Okay, ich guck mal, da ist ja eine Aufgabe. Ich soll ja mal woanders hingehen. Das heißt, WordPress geht dann quasi von sich aus mit den HTTP-Funktionen im WordPress, die ihr quasi auch seht, wenn ihr die Feeds benutzt, wenn ihr quasi im WordPress Backend Updates gemacht wird, sind quasi eine PHP-Library drin. Und die PHP-Libraries werden quasi ausgewählt, je nachdem, was euer Webspace kann. Das heißt, wenn euer Webspace quasi sowas wie Curl kann, dann kann quasi WordPress die Curl-Funktion benutzen, um quasi sehr schnell einen anderen Webspace zu erreichen oder eben Dinge abzurufen. Wenn es das nicht kann, fällt er quasi zurück auf verschiedene Alternativmethoden. Die alternativste von allen ist quasi FSOC Open. Das ist quasi brutal. Ich mache mal einen HTTP-Prozess woanders auf und guck mal, was da passiert. Und dafür macht quasi WordPress den, benutzt quasi WordPress den Cron und hüpft quasi an der Stelle darüber. Und was heißt das rüberhüpfen? Naja, ihr seid auf dem Server. Was jetzt passiert, ist wieder DNS. Das heißt, von eurem System aus gesehen, muss ja jetzt quasi euer System das andere System benachrichtigen. Das heißt, das System muss DNS machen. Und jetzt quasi kommt das nicht mit diesem kleinen, ach, wie schön ist die Welt und alles ist lokal und fertig, sondern wir müssen einen richtigen DNS-Request machen. Das heißt, zuerst wird quasi von eurem Webserver, wir sind jetzt auf eurem Webserver drauf, bin ich, schön, dass du gehst, finde ich klasse. Ja. Der Punkt ist quasi, der DNS-Request läuft so, dass er zuerst lokal gucken würde. Weiß ich von der Domain, wo ich hin will, wie die heißt, wie ich die auflösen kann. Quasi wie aus einer URL eine Zahl wird, die ich erreichen kann. Wir sagen einfach mal, die Domain, die du erreichen willst, ist wordcamp.org. Die gibst du ein und da sagt dein System, dein Host-Server-System, habe ich noch nie gehört von. Keine Ahnung, was du von mir willst. Also sagt das System, okay, jetzt muss ich mal nachgucken, wer ist denn eigentlich dieses komische Org? Weil wird, also eigentlich DNS läuft quasi so, dass er zuerst nach dem Punkt schaut. Das heißt, er schaut zuerst danach, weil eigentlich heißt die Domain wordcamp.org. Und dieser Punkt wird nur, weil quasi das Internetnetz so euch ist, wird er einfach permanent weggelassen. Ihr braucht ihn nicht eingeben, aber er ist physikalisch da. Das heißt, er guckt nach dem Punkt. Der Punkt sind 13 Server auf der ganzen Welt. Die sind quasi das DNS in den Grundfesten. Die 13 Server in der Welt, die wissen quasi, wo sich dieses ominöse Org befindet. Das heißt, euer Server würde da eigentlich nachfragen, aber ihr habt ja einen Hoster. Das heißt, der Hoster hat quasi eigene DNS-Server, wo das drinstehen könnte. Oder er hat nochmal andere Hoster und verweist euch quasi darauf, wo ihr nachgucken, DNS-mäßig nachgucken könnt. In dem Fall ist es nicht. Er fragt quasi bei den Root-Servern des DNS nach, wo das Org ist. Das sagt euch, das ist der und der Server, die in die IP-Adresse. Also geht ihr dorthin und fragt: Du Org, wo ist denn WordCamp?
Und das sagt ja quasi, das frag mal den Nameserver da drüben. Und der Nameserver da drüben sagt dir, okay, WordCamp.org ist 85, 42, 41, 3. So, das ist die Auflösung, die ihr schlussendlich braucht, nachdem ihr quasi einmal im kompletten Internet rumgelaufen seid. Das passiert quasi jedes Mal, wenn ihr eine Webseite aufruft. Wird quasi bei euch lokal nachgeschaut, dann wird bei eurem internen Provider nachgeschaut, dann wird bei eurem Netzwerkprovider nachgeschaut und dann quasi wird einfach mal im Internet gefragt. Und das funktioniert quasi stabil, permanent, immer. Ihr fragt euch, 13 Server, wem gehören die? Nette Google-Aufgabe für euch. So, jetzt sind wir quasi, jetzt wissen wir die Domain von dem komischen WordCamp.org und jetzt schlagen wir da mal auf und da ist aber nicht einfach nur ein Webserver, wie wir es vorhin hatten, weil das wäre viel zu einfach. Wir schlagen jetzt quasi auf einem Load Balancer auf. Das heißt, vor dem Server steht nochmal ein Server oder eine Server-Fallanz, die quasi eure Anfragen entgegennimmt. Und die Anfragen, die entgegengenommen werden, wird aus dem Grund quasi von dem Load Balancer gemacht, dass ihr nicht einfach diesen Server da hinten fragen könnt. Weil wenn ihr den fragen könntet, können auch 1 Million andere Menschen das zeitgleich tun. Deswegen wäre es sinnvoll, quasi diese Anfragen gebündelt an die Server zu stellen und das Ganze noch zu cachen. Und eben nicht auf dem Server, weil auf dem Server cachen, wie ihr das von Caching-Plugins kennt, ist eine feine Sache. Das Problem ist nur, irgendwann ist das Netzwerklimit von eurem Netzwerkinterface und von eurem PHP und von eurem Apache einfach mal überfordert. Wenn ihr quasi 5.000 Anfragen oder 10.000 Anfragen auf eure eigene Seite schickt oder 10.000 oder 20.000, ist die Seite mal einfach weg. Schlimmstenfalls klingelt es bei euch und euer Hoster sagt euch, ihr wurdet gerade angegriffen. Und der normale Hoster würde einfach sagen, okay, bevor jetzt mein Infrasturm mir um die Ohren fliegt, schiebe ich das quasi weg. Da gibt es eine lustige Geschichte. Und zwar gibt es für Load Balancing gibt es zum Beispiel Menschen, die beschützt werden im Internet. Es gibt zum Beispiel einen Menschen, nennt sich Brian Krebs. Der ist ein, nennen wir es Aktivist oder ein Mensch, der quasi sehr genau hinschaut. Und der hat mal so Leute auffliegen lassen, die mit Malware und DDoS-Attacken Geld verdienen. Die haben dann gesagt, das ist nett von dir, dass du uns auffliegen lässt. Wir schicken dir jetzt mal, ihr ratet's, mal einen DDoS. Und die haben dann quasi diese komischen, die ihr auch zu Hause habt, diese Internet of Things-Dinger. Die haben den quasi mal dann zu ihm geschickt und haben ihn quasi gededost. Und haben ihn quasi mit 25%, wurde ausgemessen, mit 25% der Netzwerkstärke von den Internet of Things Dingern quasi angegriffen. Das heißt, wenn ihr irgendwie eine Netzwerkkamera habt, die ihr quasi einfach mal ansteckt, kann es sein, dass die innerhalb von, sagen wir, 45 Sekunden gehackt ist und danach nicht mehr euer Eigentum ist, sondern ihr sie quasi nur noch betreibt in eurem Netz, in ihr Netz seid, dass ihr quasi Leuten Ressourcen gibt. Und diese ganzen Dinge haben quasi damals diese IP-Adresse angegriffen, also die IP-Adresse von dem Brian Krebs, seinen eigenen Server. Und da war es schon so gewesen, dass er damals schon von einem, ich glaube, das war Cloudflare, war es, glaube ich, gewesen. Cloudflare hat ihn damals schon beschützt. Nee, ich glaube, es war Akamai. Akamai hat ihn damals beschützt. Akamai ist quasi das Größte, was es im Internet an Load Balancing gibt. Das war der Witz bei Akamai war damals, als es in den 90ern hieß, Microsoft betreibt Linux-Server. War der Witz, als Microsoft die Updates eingeführt hat, hieß es, Microsoft betreibt Linux-Server. Das stimmte nicht, weil Microsoft hatte einfach nur einen Load Balancer vorgeschaltet, der quasi von Akamai kam, wo die ganzen Updates ausgerollt wurden, weil Microsoft wollte ja bei einem Update nicht einfach offline gehen. Weil wenn das Internet fragt, hallo, ich hätte gerne für meinen Windows 95 gerne mal Updates, dann wäre Microsoft offline gewesen. Deswegen haben sie also Akamai hinzugezogen, um quasi die Last zu überleben. Und deswegen, weil Akamai natürlich Linux-Server benutzt, weil Internet ist gleich Linux, haben sie natürlich dann nach Linux, wurde nach Linux nach außen gesehen, deswegen wurde gesagt, das ist Linux. Und Akamai hatte den Brian Krebs damals gehabt in so einem, wir sind nett zu Leuten, die quasi Nettes tun, deswegen hatten sie einen kostenlosen Account. Und der Angriff auf Akamai war so groß, dass Akamai gesagt hat, das gefährdet unsere Infrastruktur, wir schalten dich jetzt ab. Und da hat der Brian Krebs gesagt, wie jetzt, ihr schaltet mich ab. Naja, du bist eine Gefährdung für uns. Wenn das so weitergeht, sterben quasi und die Webseiten anderer Kunden. Also hat Brian Krebs aufgegeben und hat die IP-Adresse seiner Webseite auf 127.001 geändert. Das heißt, er hat quasi gesagt, ich bin jetzt offline. Ich bin weg und das war's.
Und dann wurde er quasi, jetzt wird Brian Krebs gerade beschützt vom Google-Projekt, die noch mehr Server haben als Akamai und die quasi Dissidenten und andere Leute quasi beschützen. Das ist quasi Dinge, die man mit Load Balancing macht. Das ist quasi Caching im professionellen Umfeld. Du hast das Caching vor deinem Server, nicht auf deinem Server. Und das Schlimmste beim Caching quasi immer, auch bei Load Balancern, ist die Invalidierung. Das heißt, du musst sicherstellen, dass du quasi auch die Daten, die du hast, wieder mal irgendwann löschst. Und das ist quasi ein größeres Problem bei Load Balancing. Aber wir sind jetzt beim Load Balancer und Load Balancer sagt, okay, hinter mir stehen 10 Server, auf die ich zugreifen kann. Ich muss jetzt gucken, okay, jetzt gibt es verschiedene Formen von Load Balancing. Es gibt dieses Round Robin, dass man einfach der Load Balancer sagt, so, ich ziehe ein Streichholz und der Server, der verliert, kriegt die Anfrage. Das ist relativ doof, weil du nicht weißt, ob quasi beim Würfeln permanent die 6 kommt und der Server 6 quasi gerade knirscht unter Last. Das heißt, am besten ist es quasi, die Maschinen hinter dem Load Balancer geben den Load Balancer weiter, wie viel Last sie gerade haben, dass der Load Balancer sagen kann, sag mal, der Paul da hinten, der Paul hat gerade eine Last von gar nicht. Der kriegt jetzt mal die Anfragen. So, das heißt, wir sind jetzt quasi auf dem Load Balancer, werden jetzt quasi vom Load Balancer weitergereicht zur Multisite, weil WordCamp.org ist eine Multisite. Multisite ist ein, ja, ihr merkt es schon, jetzt bin ich quasi im Fahrwasser. Multisite ist quasi die Basis, dass du auf einer WordPress-Installation mehrere Instanzen fahren kannst. Das heißt, die Multisite, auf die wir zugreifen, ist quasi technisch gesehen eine riesengroße WordPress-Installation, die quasi auch global verteilt sein kann. Und wir sind jetzt gerade auf der Multisite angekommen. Jetzt muss Multisite intern prüfen, welche URL willst du gerade haben? Weil, wie gesagt, wir reden von einer einzigen WordPress-Installation. Und er schaut jetzt nach einer Datenbank, wo liegt denn jetzt WordCamp.org? Und WordCamp.org ist die ID 218. Und bei einer normalen Multisite, wie ihr sie auch quasi einfach installieren könnt, wäre es so, dass die 218 wäre quasi euer Präfix WP-218- und dann kommt quasi Options und hast du nicht gesehen, wäre viel zu einfach. Und zwar, das wäre jetzt alles eine einzige Datenbank. Sinnvoller wäre es natürlich, wenn du eine sehr, 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 sehr große Multisite hast, dass du quasi die Sites in unterschiedliche Datenbanken packst. Dass du eben die Last zwischen den Datenbanken auch machen kannst, dass du quasi sagen kannst, WordCamp.org kriegt so viel Last ab, das kriegt eine eigene Datenbank auf einem eigenen Datenbankcluster, dass du eben die Anfragen datenbanktechnisch sehr gut überleben kannst. Und das wiederum kannst du machen, dass du die auch geografisch trennst, dass du sagen kannst, dass die Anfragen für die 18 werden jetzt quasi nur in Japan oder nur in den USA beantwortet. So, wir sind jetzt auf der Multisite, haben jetzt quasi dort die URL wird aufgelöst, wird es nachguckt, okay, das ist der Blog-Eintrag 15, wo du gerade drauf zugreifen willst. Wir sind wieder auf der Index.php, werden wieder weitergeleitet und die Seite wird aufgemacht. Wir pingen quasi die andere Seite an und sagen, hallo, du, andere Seite, ich habe gerade über dich geschrieben. Das ist meine URL, wo ich herkomme. Verlinke mich doch. Jetzt sagt das WordPress auf der anderen Seite, in der Multisite, da kannst du ja viel erzählen, wenn der Tag lang ist. Ich glaube das erst, wenn ich sehe. Und geht quasi von dem PHP jetzt auf WordCamp.org, geht quasi WordPress auf eurer URL schauen, ob ihr das wirklich geschrieben habt, ob ihr wirklich sie verlinkt habt. Und geht es quasi wiederum von dort über die HTTP-Funktion zu eurem Blog, liest sich die Seite durch und guckt quasi nach, ob der Text drin steht. Da gab es mal einen Plugin, einen lustigen Bug. Es gab mal ein Plugin von Viper Video Codex, glaube ich, oder Vipers Videos Tools. Und der hatte im Header der Seite hatte er Vipers mit Gänsefüßchen geschrieben. Und das hat damals den Parse-Prozess vom Pingback von WordPress quasi gebrochen, weil ja quasi die Seite hörte bei dem Hochkomma auf, beim Einlesen. Und hat quasi jedes andere WordPress gesagt, solange auf deiner Seite quasi Vipers Videos Tools war, hat dann das WordPress der anderen Seite gesagt, du lügst doch, du hast gar nicht über mich geschrieben. Da steht ja überhaupt nichts drauf. Und als wir dann rausgefunden haben, das lag an dem Plugin und der Plugin-Autor einfach mal sein Hochkomma rausgemacht hat, war alles wieder okay. Weil wie gesagt, WordPress einfach nur nachschaut, ob an der Stelle auf deiner Seite quasi der Content da ist. Und wenn das da ist, speichert er quasi diese Verbindung ab. Und wenn ihr quasi in eurem Scene das eingestellt habt, dass es angezeigt werden kann, zeigt er wie gesagt auch den Link zu der anderen Seite an. Und das müsste gewesen sein. Ja, das war's.
Fragen nehme ich keine an. Gut, das war's. Ja, ist die Frage, wie viel mit, also wir können auch gerne mal einen Test schreiben. Ich kann euch gerne nachher mal Fragen stellen. Köln, sorry. Beta. Nein, Alpha. Guck mal, da stand auf jeden Fall Alpha. Genau. Gut, das war's. Pause. Atmet mal durch. Geht mal in die frische Luft.